So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Wir sind heute wieder erstmal in etwas kleinerer Runde, nämlich hier im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival. Und circa in 9 Minuten kommt auch das WDR-Fernsehen dazu. Freie Themennacht, wie immer, mittwochs. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, egal zu welchem Thema, 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Christina. Und Christina ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Christina, was ist dein Thema? Mein Thema ist, mein Freund, der hat im Februar einen Schlaganfall bekommen. Wie alt ist er? Der ist 49, der wird im nächsten im Mai 50. Ja. Und ich habe das Problem, ich hatte das auch mit meinem Papa, der war ganz schwer gelähmt durch einen Schlaganfall und hatte auch noch Krebs dabei und alles. Und mein Freund, der ist linksseitig gelähmt und ich sehe in ihm nicht meinen Freund mehr, sondern meinen Papa. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Wir sind jetzt knapp 2 Jahre zusammen. Ja. Also im Februar war der Schlaganfall. Ja. Und gibt es denn eine Hoffnung, dass sich sein Zustand noch weiter verbessert, als er jetzt ist? Die Hoffnung gibt es mit einer Reha. Aber wiederum haben die uns auch die Hoffnung genommen, weil der hat am Gehirnstamm hinten 2 Adern, die zu sind, die hinten zum Gehirn hochgehen. Ja. Die sollten diese Woche operiert werden in Essen. Ja. Und da hat der Arzt gesagt, die sind nicht operabel. Man kann die nicht mehr aufmachen. Das heißt, droht weiteres Ungemach. Also es könnte noch ein weiterer Schlaganfall kommen, ja. Und der wird schlimmer als der jetzige. Mhm. Also dass er dann vielleicht ein kompletter Pflegefall wird oder noch schlimmer. Kann er sprechen? Sprechen kann er, ja. Sprechen kann er. Jetzt bist du in deiner Rolle irritiert. Du bist nicht mehr die Geliebte, die Freundin, sondern hast das Gefühl, plötzlich an deinen Vater dich zu erinnern. Und ja. Bist in der Rolle der Betreuerin. Ja, der genau. Frau, die zur Seite steht. Ja. Das ist wahrscheinlich schlimm für dich, ne? Wenn du jetzt deinen Freund völlig anders siehst, als du ihn vorher gesehen hast. Ja, ich sehe ihn immer noch gleich, nur er sagt auch, es tut mir auch leid, dass ich dir so viel Arbeit mache, weil ich weiß, was du mit deinem Papa durchgemacht hast, alles. Weil wir haben meinen Papa 6 Jahre lang gepflegt. Mhm. Der war auch bettlägerig, hatte nachher den linken Hüftknochen aufgehabt. Steckt dahinter vielleicht auch die Angst, dass du denkst, dass all das könnte dir jetzt nochmal bevorstehen? Ja, das schätze ich eher, weil ich habe einfach Angst, wenn jetzt der nächste Schlaganfall kommt, dass der dann richtig schlimm wird, dass er dann genauso wie mein Papa dann da liegt. Weil mein Papa, der ist auch nachher gestorben, alles. Auch zu Hause, der lag nachher im Delirium und ich sollte dann an dem Tag auf ihm aufpassen, wo er gestorben ist, weil meine Mama weg musste. Und ich bin dann in das Zimmer gekommen, wo er gerade gestorben ist. Und ich habe einfach Angst davor, dass das jetzt wieder alles passiert. Ja, nun ist er dein Freund. Und ja, wie würdest du denn eure Liebe, eure Verbindung beschreiben vor dem Schlaganfall? Da war es eigentlich ganz okay, weil der Schlaganfall hatte sich geäußert, wir haben den gar nicht erkannt, weil ihm tat das linke Ohr weh, alles, und wir haben gedacht, das wäre eine Mittelohrentzündung gewesen. Ja, ich meinte so wie, ob die Beziehung gut funktioniert hat. Ja, doch. Gut. Und du würdest auch sagen, dass du ihn sehr geliebt hast oder noch immer liebst. Ja. Und es gab keine wesentlichen Probleme zwischen euch. Nein, nur wie gesagt, er wurde dann, wo wir das eben halt nicht feststellen konnten, was das ist, das wurde erst im Krankenhaus festgestellt, dass das ein Schlaganfall war, wurde ja ein bisschen, sag ich mal, grantig, weil er nicht wusste, was das ist, weil er konnte auch da, war er schon am Taumeln und so. Ist ja auch verständlich, wenn man in der Situation ist, dass man da nicht immer gelassen und souverän reagiert. Das ist ein großer Altersunterschied zwischen euch beiden. War das jemals ein Problem? Nein, das war nie ein Überhaupt Problem. Überhaupt nicht. Das war nie ein Problem. Ich meine, Christina, das Ganze, die Erkrankung und der Schlaganfall ist ja jetzt auch noch sehr frisch. Das ist ja noch alles nicht lange her. Nee. Und du bist natürlich geschockt und er auch und alles hat sich jetzt verändert. Das ist jetzt nicht mehr so, wie es vorher war. Das heißt, da braucht man sicherlich auch eine Weile Zeit, um sich erstmal
zu arrangieren mit dem Ganzen. Ich meine, er ist ein Freund, den du liebst. Und eigentlich sollte man immer zu dem stehen, den man liebt, auch wenn es eben sehr schlecht geht. Ja, ich stehe ja auch weiterhin zu ihm, nur er hat einfach Angst, dass ich dadurch seelisch kaputt gehe, weil mir ist das am Anfang, wo er den Schlaganfall gekriegt hat, ist mir das alles hochgekommen mit meinem Papa. Mhm. Wo er das erste Mal im Krankenhaus war, haben die Ärzte zu ihm gesagt, wir können nichts feststellen, wir schicken sie jetzt wieder nach Hause. Da war er hier zu Hause, da ist er dreimal hingefallen. Und in dem Moment habe ich nicht mehr meinen Freund gesehen, sondern meinen Papa, der vor mir lag. Gut, diese Gedankenkette wirst du auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile immer wieder haben. Aber gib dir und euch beiden doch mal erst noch etwas mehr Zeit und beobachte dich, wie du mit dieser Situation umgehst oder ob du damit nicht umgehen kannst. Vielleicht ist ja im Sommer schon die Situation ganz anders. Im Moment, wie gesagt, stehst du ja auch noch unter Schock. Das ist ja schlimm, wenn sowas passiert ist. Kombiniert mit deinen Erinnerungen an deinen Papa. Ja, sicher. Nur mein Papa, der ist jetzt 6 Jahre tot und ich dachte eigentlich, ich hätte das verdaut gehabt, aber jetzt ist das alles wieder hoch. Und er entschuldigt sich jedes Mal dafür. Er sagt auch jedes Mal, tut mir leid, dass ich dir so viel Arbeit mache. Da habe ich gesagt, dafür brauchst du dich doch nicht entschuldigen, gar nichts. Ich bin noch für dich da. Ja, was ist jetzt zu tun? Ich finde eigentlich, ist in dem Sinne gar nichts Direktes zu tun, sondern sich erstmal der Situation weiter auszusetzen. Du kannst ja nicht weg, du kannst und willst ja nicht weggehen von deinem Freund. Nein. Das ist ja gar kein Thema. Es bleibt natürlich immer zu überlegen, wenn dich das vielleicht auch aufgrund der Vergangenheit zu sehr belastet und runterzieht und dass du dir einfach von außen vielleicht für eine gewisse Zeit etwas Beistand und Unterstützung holst, in Form einer Beratung. Ja, sicher, weil er hat auch zu mir gesagt, wenn es zu schlimm wird, soll ich ihn ins Pflegeheim tun, aber das werde ich nicht tun. Nee, so weit sind wir ja noch lange nicht. Es kann ja auch, man muss ja auch mal im positiven Sinne denken. Gut, er hat mit diesen Adern, vielleicht, das klingt nicht so sehr gut, aber dennoch kann es ja sein, bei sehr guter Behandlung und sehr guter Beobachtung, dass er wieder einigermaßen ins Leben zurückfindet, ins Alltagsleben. Das kann ja sein. Und heute ist er nach Hause gekommen. Der hat sich auf eigene Gefahr entlassen, weil ich war heute auch bei ihm im Krankenhaus. Da habe ich gesagt, das musst du selber wissen, ob du rausgehst oder nicht. Ich werde auch für dich da sein, alles. Und der ist jetzt auch zurzeit noch auf dem Rollstuhl angewiesen. Und den Rollstuhl, den haben wir zurzeit noch nicht. Und er ist jetzt einfach, sag ich mal, momentan, seelisch nicht so gut drauf, weil er nicht alles machen kann, wie er möchte. Und ich versuche ihm so gut, wie es geht, zu helfen. Aber also er war noch nicht in einer Reha-Klinik? Nein. Das müsste natürlich dann auch sehr schnell eingefädelt werden. Ja. Weil da gibt es ja noch die entsprechende psychologische Betreuung. Ja, die Krankenkasse sagt momentan, ist kein Platz frei, wo er gerne hin möchte. Gut, das ist jetzt so eine Zeit, wo ihr beide irgendwie, die ihr versuchen müsst, vernünftig zu überbrücken. Aber ich würde jetzt nochmal, was deine Person anbelangt, weil du brauchst ja eine Stärke dafür, auch eine Energie. Wenn du die so alleine jetzt nicht aufbringst oder wenn dich die Erinnerungen zu sehr umhauen, da würde ich dir gerne jetzt erstmal meine Psychologin geben, damit die dir dann wiederum ein paar Anlaufstellen gibt, wohin du dich wenden könntest, wenn du Hilfe brauchst, wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht. Ja? Liebe Christina, dann möchte ich dich bitten aufzulegen und wir, das heißt meine Psychologin, die Anja, ruft dich jetzt zurück. Alles klar. Alles Liebe und alles Gute, vor allen Dingen auch für deinen Lebensgefährten, deinen Freund. Alles klar, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1:09 und 40 Sekunden. Im Fernsehen läuft im WDR-Fernsehen der Vorspann. Und das heißt, ich werde jetzt die Zuschauer des WDR-Fernsehens auch begrüßen. Ein paar Sekunden dauert es noch. So, meine Lieben. Fernsehzuschauer, WDR-Fernsehzuschauer, schön, dass ihr auch da seid. Wir haben eine kleine Verspätung und bitten, das zu entschuldigen. Wir haben hier ein bisschen schon angefangen im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival. Jetzt können wir in großer Runde weitermachen, wie immer mittwochs mit einer freien und offenen Themennacht. Und wenn ihr mich gerne erreichen möchtet und sprechen wollt, egal zu welchem Thema, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin verbunden mit Nathalie und Nathalie ist 26 Jahre alt. Hallo Nathalie.
Hallo. 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 Weswegen rufst du mich an, Nathalie? Ich rufe an, weil meine Oma liegt im Sterben. Mhm. Irgendwie. Also ich bin eigentlich bei ihr groß geworden, so. Mhm. Also es ist eigentlich meine Mama für mich, so. Es ist schon eher so eher die Mama als denn die Oma. Ja, schon. Mhm. Und sie hat eigentlich, also sie hat vor, also ich wohne eigentlich in Bayern. Ich bin jetzt hier im Ruhrgebiet extra deswegen hingekommen. Mhm. Ich hab auch zwei Kinder und mein Mann hat sich Urlaub genommen und so und passt jetzt auf die Kinder auf. Mhm. Also die Oma ist sehr schwer krank. Die hat vor 2 Jahren schon mal einen Schlaganfall gehabt, dann nochmal einen, dann lag sie im Altersheim so. Mhm. Und ich habe mir auch schon gedacht, ob ich sie zu mir holen soll. Nur es war mit den beiden kleinen Kindern irgendwie mir nicht möglich halt. Und jetzt hat sich ihr Gesundheitszustand so sehr dramatisch verschlimmert, dass du sagst, dass sie im Sterben liegt. Ja, also ich habe letzte Woche erfahren, dass sie halt ins Krankenhaus gekommen ist. Mhm. Und dann habe ich mit dem behandelnden Arzt Donnerstagmorgens gesprochen. Mhm. Und er hat mir halt gesagt, ich soll halt am besten vorbeikommen, weil das überhaupt nicht gut aussieht. So. Mhm. Und bist du dann vorbeigekommen? Wie bitte? Bist du dann dorthin gefahren? Ja, ich bin sofort dahin gefahren. Ja. Also mein Mann hat sofort Urlaub gekriegt. Und dann bin ich sofort im Zug halt zum Ruhrgebiet runter. Und kam dann abends an und dann hat sie auch gar nichts mitgekriegt und Freitag auch nicht. Und ich saß halt den ganzen Tag dann da und hab ihr... Wie alt ist deine Oma? Die ist 74 erst. 74 erst. So. Mhm. Mhm. Und und hab ihr Lieder vorgesungen und einfach mit ihr geredet und hab ihr gesagt, dass ich sie brauche. Und ja, und am Samstag ist sie zu sich gekommen. Mhm. Also sie hat irgendwie ein Ödem im Kopf. So. Ja. Und die Ärzte wollen das nicht mehr operieren, weil die Vorgeschichte wohl schon zu... Mhm. Ich weiß auch nicht genau. Naja, und auf jeden Fall... Hat sie dich erkannt, als sie zu sich gekommen ist? Ja, am Samstag und am Sonntag und am Montag schon. Da war sie wieder richtig fit und ich habe dann nochmal richtig Hoffnung gekriegt. Und dann habe ich ihr auch versprochen, dass wenn sie jetzt echt kämpft und so, und dass wir sie dann zu uns nach Hause holen. Mhm. Und, aber jetzt hat sich der Zustand wieder verschlechtert. Heute. Ja, ich war heute da. Mhm. Und ist sie bei Bewusstsein? Ja, aber sie hat mich nicht erkannt. Sie hat gesagt, ich bin eine Ursula oder eine Inge. Und und das Krasse war noch, ich bin jetzt ein bisschen ruhig, weil ich heute vom Arzt so Beruhigungstabletten bekommen habe irgendwie, weil ich ich pack das kaum noch irgendwie. Ja. Und das Krasse war halt auch noch, sie hat ja auch noch zwei Töchter, also meine Mutter einmal. Die kommt schon, aber ich glaube, die kommt auch oft nur, weil ich da bin, weil sie von mir irgendwie erwartet, dass ich ihr die Gefühle gibt, die meiner Oma gehören. Mhm. Also spielt sich da jetzt quasi am Sterbebett deine Oma noch so ein Familiendrama ab? Ja, so ein bisschen. Ja. Meine Tante, also die andere Tochter von ihr, die hat halt nichts Besseres zu tun gehabt, als am Freitag in den Urlaub zu fahren. Ach du je. Mhm. Bis morgen. Mhm. Irgendwie. Und die Schwester von meiner Oma halt irgendwie... Die kam erst gar nicht und dann habe ich sie am Sonntag angerufen und habe gesagt, hey, willst du nicht mal vorbeikommen? Mhm. Ist das denn so, dass du dann für deine Oma auch denn die nächste Kontaktperson bist? Also ich war vom Herzen her immer die wichtigste Person für sie. Für sie. Mhm. Weil, gab es irgendwie Streit in deiner Familie, dass du bei deiner Oma aufgewachsen bist? Meine Mutter hat Alkohol getrunken, ganz viel früher. Ah, ja. Und dann hat das Jugendamt mich halt meine Oma gebracht. Das heißt, du hast deiner Oma ganz viel zu verdanken. Ja, voll. Ja. Und ich liebe die auch total. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es schaffen soll, wenn sie nicht mehr da ist halt. Aber und du hast mich jetzt angerufen, weil du so traurig bist und Angst vor ihrem Tod hast. Ja. Mhm. Ich habe das schon mal erlebt, da ist mein Opa gestorben. Das war ja auch mein Vater für mich, da war ich 17. Mhm. Das war auch ganz, ganz schlimm irgendwie. Mhm. Was ich jetzt halt so schlimm fand, war irgendwie das, ich weiß nicht, dass ich da echt Samstag, Sonntag irgendwie den ganzen Tag allein da saß irgendwie. Und ich bin halt echt von morgens bis abends in dem Krankenhaus. Aber das finde ich doch toll, dass du das machst.
Ich finde das sehr rührend, dass du da alleine sitzt und Lieder singst. Das finde ich toll. Finde ich wunderschön. Vielleicht hast du es ja doch irgendwie mitbekommen, tief ja. Im Unterbewusstsein. Ja, am Wochenende hat sie schon mitbekommen. Da hat sie auch mit mir geredet und so. Ja, vielleicht auch schon vorher, als du da warst. Man weiß das ja nie so genau. Ich glaube auch, dass sie das sehen, vielleicht echt erstmal wieder zu sich. Vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht. Und dann habe ich ihr halt Hoffnung gekriegt, dass sie, dass das doch wieder ist, dass halt irgendein Wunder passiert ist. Sag mal, Nathalie, du hast dir das noch nicht ganz hundertprozentig erklären lassen von den Ärzten, warum man sie nicht operieren kann? Ja, sie haben halt gemeint, die Vorgeschichte ist schon, weil sie schon zwei Schlaganfälle hat. Ja, hast du es nachvollziehen können, richtig? Glaubst du, dass das wirklich so ist? Ich glaube halt, die denken, es lohnt sich nicht mehr. Ja, so darf man ja nicht denken. Also ich meine, wenn es wirklich nur Quälerei wäre vielleicht für deine Oma und es keine Chance gibt, dann ist es natürlich eine richtige Entscheidung, aber so als Enkel möchte man ja genau das verstehen, ob das auch die richtige Entscheidung ist. Ich bin ja eigentlich nicht die Enkelin, ich bin schon die Tochter irgendwie. Ja, ja, genau. Also, hast du denn Vertrauen da in die, du hast ja mit Ärzten da schon gesprochen, hast du da Vertrauen in die? Kommen die dir glaubhaft und kompetent vor? Ja, irgendwie schon. Das war irgendwie, ja, so wie ich sie heute halt dann erlebt habe, irgendwie, das war... Das heißt, so wie der Stand der Dinge ist, kann man gar nichts machen und man muss nur abwarten. Und die Situation ist sehr, sehr ernst, dass sie jetzt daran, so wie es ist, versterben kann. Dass sie halt sterben wird. Ich meine, ich kann ja eigentlich dankbar dafür sein, dass sie zu sich gekommen ist nochmal, dass wir echt nochmal miteinander reden konnten, dass sie echt weiß, dass ich sie über alles liebe halt, das heißt über alles, ich habe natürlich meine Kinder, meine Familie schon noch mehr lieb, aber weißt du, wie ich das meine? Dass sie einfach... Ich glaube, du im Moment machst du genau das Richtige, du bist hier, du bist bei ihr. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann, noch irgendwie. Das musst du aushalten. Das musst du aushalten. Das ist ganz schön schwierig. Das schaffst du auch. Ich bin sicher, du hast deine Oma so lieb und dann schafft man das auch. Auch wenn man immer wieder zwischendurch denkt, ich kann nicht mehr, aber ich glaube, das kannst du. Ja, heute war es halt richtig schlimm, weil ich mich nicht mehr erkannt habe irgendwie. Ich würde mir aber auch dennoch nochmal einen Arzt oder den Oberarzt oder nochmal jemanden suchen und mir das nochmal erklären lassen, damit du auch dir hinterher keine Vorwürfe machst, hätte ich vielleicht doch noch mehr Druck gemacht, dass sie, natürlich soll man nicht unnötig einen schwerkranken Menschen quälen. Ja, sie haben halt irgendwie so erklärt, dass dieses Ödem halt im Kopf ist durch diesen dritten Schlaganfall jetzt. Und ich weiß nicht, dass sie es halt nicht operieren können. So, wenn das dann wirklich so ist, dann bleibt ja gar nichts. Ja, ich höre dich. Hörst du mich auch noch? Hallo? 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 Ach, jetzt ist diese Leitung gestellt. Ich höre dich gut, Nathalie. Ich höre dich nicht mehr. Schade. Aber dann bitte ich meine Regie auf jeden Fall, die Nathalie nochmal anzurufen und dass die Anja, die meine Psychologin, mit ihr nochmal spricht. Du hörst mich nicht. Nein. Dann legen wir es mal auf. Vielleicht kann sie mich ja übers Fernsehen, übers Radio hören, Nathalie. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, wenn es denn so ist und man kann deine Oma nicht operieren, dann ist ja das Allerwichtigste, dass du bei ihr bist und dass du sie begleitest. Und wenn das auch für dich sehr schlimm und traurig ist, aber das ist das Beste, was du tun kannst. Auch nochmal deine Oma das Gefühl zu geben, wie sehr lieb du sie hast und dass du da bist. Ich glaube, das ist für dich auch wichtig, dass du hinterher dann für dich auch so sagen kannst, ich habe das getan, was ich noch tun konnte. Sei bei ihr. So, jetzt geht es weiter mit der Anna. Und Anna ist 19 Jahre. Guten Morgen, Anna. Hallo, Domian. Du kannst mich verstehen. Ich kann dich verstehen. Ich hatte schon Sorge, dass hier irgendwie Probleme hier. Liebe Anna, was geht's bei dir? Also, es geht um meinen Freund, obwohl ich das nicht so gerne sage. Ich bin mit dem seit 5 Monaten, fast 6 Monaten zusammen. Und also es lief ungefähr nach, sagen wir mal, weiß ich nicht, nach einem Monat, weniger als einem Monat lief es schon richtig schlecht. Also ich kenne das nicht, dass überhaupt aus meinem Umfeld her, dass man Menschen bis
bis aufs Letzte so beleidigt, wie der mich beleidigt hat, obwohl ich mit ihm zusammen esse, obwohl er mein Freund ist. Also er hat Sachen zu mir gesagt. Ja, was denn? Was sagt er denn? Also richtig schlimme Schimpfwörter, also Schlampe oder noch mehr, Hure, du dumme Sau, du bist noch dümmer als Brot, Brot ist schlauer, ich hasse dich wie die Pest, ich hoffe, du stirbst, ich hoffe, du fliegst bald aus dem Fenster. Was ist denn das für ein Typ? Also so welche Sachen, also das ist noch viel, viel schlimmer. Also, in welchem Zusammenhang sagt er das? Also er ist tierisch eifersüchtig, also er ist so richtig krankhaft eifersüchtig, was er auch selbst zugibt. Mhm. Er regt sich zum Beispiel darüber auf, wenn ich duschen gehe, dass ich das für andere Männer mache. Oder wenn ich ein Parfüm drauf mache, dann sagt er, das machst du bestimmt wieder für andere Männer. Ja, und also so richtig schlimm ist das. Oder ich soll noch nicht mal zu meinem Friseur gehen, weil da Männer sind, hat er gesagt. Deshalb soll ich da nicht hingehen. Ich soll nicht in eine Stadt gehen, weil da Männer sind. Ich soll nicht einkaufen gehen. Dann meine ganzen Freundinnen hasst er, weil die keine Freunde haben. Und das heißt dann ja, wenn die keine Freunde haben, dass die angemacht werden. Mhm. Und ich würde mich dann auch anmachen lassen. Ja, und dann kommt es halt immer zu solchen Streits. Und wird er handgreiflich auch? Ja, ja, genau. Das ist dann später aber erst passiert. Aber es fing erst an mit Schubsen und so kleine Sachen. Aber zuletzt war es so, dass er mich schon gewürgt hat. Er hat mich gewürgt und die Tür so hochgeschoben. Und in dem Moment habe ich so geheult und ich bin einfach nur noch zusammengebrochen. Und er fragt mich dann auch noch, warum heulst du jetzt, du alte Schlampe? Du hast gar keinen Grund zu heulen, du Miststück. Wie alt ist er? Er ist 19, aber ein paar Monate jünger als ich. So, Anna, ganz, ganz klare, eindeutige Frage. Warum bist du mit dem überhaupt noch in Kontakt? Nein, bitte sag jetzt nicht, ich liebe den. Also das lasse ich nicht zu. Also wenn, was du mir gerade erzählt hast, so einen Menschen kann man nicht lieben. Punkt. Den kann man nicht lieben. Ich weiß es nicht, was es bei mir ist. Er kann auch lieb sein. Jeder Mensch kann lieb sein. Jeder Mensch kann lieb sein. Genau. Ja, aber die großen Idioten können auch mal lieb sein. Ja, ja. Aber das ist kein Argument. Nee, aber ich weiß es nicht. Ich kann es mir selber nicht erklären. Ich weiß es selber nicht. Ich habe mir gedacht, ich kann mich doch nicht so erniedrigen lassen wie er. Mhm. Er hat mich getreten. Ich lag auf dem Boden, er hat getreten und hat gesagt, warum heulst du jetzt schon wieder? Mhm. Sowas alles. Oder mit seinen hasserfüllten Augen, wie er mich dann anguckt. Richtig irre sieht er aus. Und wegen kleinen Sachen rastet er aus. Ich gehe davon aus, dass du früher auch schon, dass du schon einige Beziehungen hinter dir hast. Ja. Ja. Waren das auch eher dominante Männer, die sehr stark waren? Oder Jungs? Schon. Also ich mag es schon, wenn ein Mann ein bisschen dominanter ist, aber nicht so wie er. Also die waren schon, haben mich nie böse behandelt. Mhm. Außer einer vor ihm. Aber die waren nie so richtig böse. Leidest du regelrecht darunter, wie er dich, der jetzige Freund, dich behandelt? Sehr. Sehr. Also ich bin so traurig, ich war noch nie so traurig in meinem Leben. Noch nie. So, jetzt müssen wir beide, ich meine, es sind ja erst 5 Monate, dass du bei ihm bist. Das ist ja schon mal ganz gut. Das ist wenig Zeit. Ja. Jetzt müssen wir beide wirklich rauskriegen, warum du dabei bleibst. Warum? Weiß ich nicht. Das müssen wir rauskriegen. Das ist die entscheidende Frage. Ich war auch schon mal mit ihm auseinander. Ein Tag oder 2 Tage. Mhm. Mal hat er Schluss gemacht, dann hatte ich mal wieder keinen Bock. Mhm. Aber wenn er Schluss gemacht hat, hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Ich kann es nicht erklären. Da habe ich mir gedacht, nein, ich kann ihn nicht gehen lassen. Und dann wollte ich zu ihm zurück und ich habe gesagt, bitte komm wieder mit mir zusammen. Und ich habe ihn angepflegt, obwohl er das ja macht. Ein ausgesprochen devotes, unterwürfiges Verhalten. Ja. Was hättest du einen Spaß daran, in der Rolle zu sein, der Geschlagenen? Also, obwohl ich es nicht will, genau. Obwohl du es nicht willst, ja. Obwohl ich das fühle, ich finde das fürchterlich. Hast du Angst vor ihm, wenn du sagen würdest, ich gehe? Dass er dich schlägt, dass er dir wehtut? Ein bisschen schon. Also er ist so unzurechnungsfähig. Man weiß nicht, was er macht in irgendeinem Moment. Man muss kleine Sachen, ich weiß es nicht. Also ich habe schon ein bisschen. Merkst du, wie du übersprudelst, während du mir erzählst? Ja, da sind so viele Sachen. Ja, von negativen Dingen. Genau. Nur. Nur. Gibt es wenige Sachen. Kennen deine Eltern ihn? Oh ja. Und was sagen die? Also, die wissen gar nicht mehr, dass ich mit ihm zusammen bin. Mein Papa hat gesagt, wenn er nochmal hier auftaucht, dann schubst er in die Treppe runter. Und es weiß auch keiner mehr, dass ich mit ihm zusammen bin. Also hat er sich bei... Alle sagen, ich bin bescheuert. Die Freundinnen, deine besten Freundinnen und... Keiner. Es weiß keiner. Ach, es weiß keiner mehr. Auch von den Freundinnen nicht mehr. Nein, niemand. Ich habe allen gesagt, vor ein paar Tagen habe ich mir gedacht, ja, okay, dann war es irgendwie vorbei und dann haben wir uns wieder gestritten und weil ich ins Café gegangen bin und ja, und dann habe ich mir gedacht, oh, hoffentlich meldet er sich nicht mehr. Und ich war dann froh, habe gedacht, ja, okay, dann bin ich jetzt nicht mehr mit ihm zusammen. Am nächsten Tag meldet er sich wieder und ich bin so doof und gehe wieder zu ihm hin. Ja, weißt du, Anna, du musst das Zepter des Geschehens in die Hand nehmen. Du musst nicht hoffen, dass er sich nicht meldet, du musst nicht
hoffen, dass er Schluss macht. Du, dann fühlt man sich besser. Du musst eine Entscheidung treffen, du musst es aussprechen und du musst es dann auch durchstehen. Ja, aber die alle Vernunft spricht ja jetzt dafür, dich von diesem Mann zu trennen. Alle. Ja. Da gibt es kein einziges, also auch nicht ein einziges Argument zu sagen, naja komm, wir versuchen das nochmal. Wenn er dich 5 Monate so gedemütigt und verletzt hat, oder 4 Monate, wie du es gerade geschildert hast, und du hast nur einen kleinen Ausriss von dem mir erzählt, wahrscheinlich was da ist, gibt es keinen Grund, mit diesem Menschen zusammen zu sein. Da gibt es auch keinen Grund, dem zu vergeben. Ja. Entschuldigt er sich mal zwischendurch oder auch nicht mal das? Selten. Also nur, wenn er mich richtig gehauen hat, dann fängt er auch mal an zu weinen. Aber meine Schwestern haben gesagt, das ist normal bei diesem Verhalten. Also erst mal schlagen und dann hintertupft er mir. Also interessant finde ich ja wirklich, und das ist für dich, finde ich, eine ganz wichtige psychologische Fragestellung, die du dir selbst stellen musst. Was ist mit mir anderlos, dass ich auf so etwas abfahre? In irgendeiner Weise fährst du darauf ab. In irgendeiner Weise ist eine Abhängigkeit entstanden. Genau, das meine ich nämlich auch. Warum ist die Abhängigkeit da? Schwieriges Problem. Ja, genau. Schweres Problem. Ja. Ist oftmals bei vielen Menschen der Fall und sehr schwerlich zu lösen. Aber du hast die Chance, dass du, bist du sehr jung noch und du bist noch nicht so lange mit dem zusammen. Genau. Wenn Menschen in einer solchen Konstellation lange mit jemandem zusammen sind, über Jahre oder Jahrzehnte, ist das die Hölle. Die sind komplett einbetoniert. Das ist meine Erfahrung, die fast gar keine Chance haben, da rauszukommen. Und alle Ratio reicht nicht aus, sie zu erreichen. Bei dir ist es anders. Mhm. Bei dir ist es anders. Du hast die Chance, da bin ich ganz sicher. Du, letztendlich, auch wenn du dir jetzt noch nicht auf die Schliche kommst, warum das so ist, setze all deine Energie, die du hast, setze alle Energie in Bewegung, Nein zu sagen und auf Wiedersehen zu sagen. Was ist das für ein Gefühl, was das auslöst, wenn du Nein sagst? Was das für ein Gefühl ist? Mhm. Also einerseits ist es gut. Also einerseits denke ich mir, okay, das ist eigentlich, habe ich es dann viel, viel besser mit. Eine Erleichterung. Genau, aber irgendwie denke ich dann auch, nein, irgendwas verpasse ich dann und irgendwas habe ich verloren. So denke ich dann. Ich denke dann, ich hätte doch bestimmt noch irgendwas machen können oder er ändert sich und irgendwann sehe ich ihn dann mit einer anderen und dann ist er viel netter und dann denke ich mir, wäre ich doch mal mit ihm zusammengeblieben. Sowas denke ich, dieser Verlust einfach, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Als würdest du dir irgendwie vielleicht sogar noch die Schuld geben? Genau, dass so das denke nicht, ich. Ja, das ist natürlich der Fehler. Du hast überhaupt keine Schuld. Du stehst brillant da. Er ist der Schuldige. Ohne Wenn und Aber. Das ist von außen, ich sag's dir, als vollkommen neutrale Person. Ich würde dir auch sagen, wenn ich den Eindruck hätte, du hättest Schuld. Hast du nicht. Hast du nicht. Der Bursche behandelt dich scheiße. Mhm. So. Und das darf man sich nicht gefallen lassen. Und da bist du keine Schuld dran und du kannst da das Ruder auch nicht mehr rumreißen. Mhm. Ich garantiere dir, wenn du diesen Schritt schaffst und dann auch dabei bleibst bei der Entscheidung, wird das für dich ein riesiges Erfolgserlebnis hinterher sein. Und du wirst dich irgendwann fragen, mein Gott, war ich blöd damals. Ja, ich weiß, aber das überhaupt zu machen ist so schwer. Das zu machen, deshalb gut, dass du angerufen hast. Ich kann dich als wildfremde Person einfach nochmal animieren oder wirklich, ich kann dir all meinen Mut zusprechen und deinem den Mut zusprechen, dass du das tust. Ja. Darüber hinaus ist das eine schöne weitere Aufgabe für dein Leben, da immer wieder in sich hineinzuhorchen, warum funktioniere ich so? Warum? Mhm. Ne? Ja. Dass du nicht wieder in so eine Situation kommst, das ist ja wichtig. Du hast eine Veranlagung zu dominanten Kerlen, das habe ich schon gemerkt. Ja, aber nicht so, wie er ist. Also dieses auch beklauen, er hat mich zum Beispiel auch beklaut jetzt vor ein paar Tagen. Das ist ja unfassbar, was du mir erzählst. Der sagt Miststück und Hure zu dir. Der wirkt dich und der beklaut dich. Stell dir mal vor, das würde dir jemand anderes erzählen. Das würde dir eine Freundin erzählen. Ich würde sagen, du bist so bekloppt. Ich habe mir vorher gedacht, wenn mich einer schlagen würde, dann würde ich sofort zurückhauen und dann würde ich nicht mehr bei dem bleiben. Ja. Aber wie ich das jetzt sehe, geht das überhaupt nicht. Ich bin total schwach. Da fehlt nur noch die richtige Entscheidungslinie. Schwach wirst du nicht sein. Du sollst auch nicht zurückhauen, weil dann bist du mit ihm wieder verkettet. Dann gibt es eine Reaktion, eine Aktion. Gar nichts. Du sollst gehen. Einfach nur gehen. Schweigend gehen. Sagen, tschüss, ich will mich mit dir gar nicht mehr auseinandersetzen. Aber manchmal lässt er mich nicht gehen.
Ja gut, das musst du natürlich dann jetzt durchhauen. Das musst du durchziehen. Aber dafür musst du für dich innerlich eine ganz klare Entscheidung treffen. Mhm. Auch mit der Überlegung, egal was der jetzt macht und mich bequatscht und wenn er heulend auf den Knien vor mir sitzt, ich bleibe bei meiner Entscheidung. So, liebe Anna, und wenn du nicht, ist, versuch es mal. Alles klar. Und wenn du nicht weiterkommst, dann maile uns doch bitte nochmal in den nächsten Tagen. Okay. Dann können wir vielleicht nochmal reden oder du kannst dann auch nochmal mit einem von meinen Psychologen sprechen. Gerne. Ja? Alles Aber jetzt klar. Versuch das erstmal selbst durchzuziehen. Ich glaube, das schaffst du. Okay, danke schön. Alles Gute. Na gut, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, Thema morgen. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Einsiedler. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die ein sehr ungewöhnliches Lebenskonzept haben, die ganz zurückgezogen leben, auf dem Land oder auch in Städten. Ich glaube, dass wir in den großen Städten in Deutschland sehr, sehr viele Eigenbrödler und Einsiedler haben, die sich bewusst gegen die normale, was man so normale Gesellschaft nennt, entschieden haben. Die vielleicht einen für uns normalos, einen bizarres, ein merkwürdiges Leben führen, die vielleicht auch früher mal ganz, ganz normal gelebt haben, aber dann irgendwann gesagt haben, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich ziehe so mein Ding durch. Würde auch gerne mit Leuten reden, die vielleicht mal im Ausland waren, in einem Schweigekloster für eine Weile, das kann man ja auch als Einsiedlerei bezeichnen, oder die mal im Dschungel gelebt haben, in der Wüste oder ich weiß nicht wo, oder im Wald irgendwo in Kanada oder sowas. Also Einsiedler, und damit meinen wir Leute, die sich bewusst für ein Leben entschieden haben, abseits der Norm, die für sich leben, ungewöhnlich leben, vielleicht sagt der ein oder andere, ja, die sind ja ein bisschen bekloppt, aber ihr habt euer Ding gefunden, das ist eure Linie und das ist dann eben eure Normalität. Das ist unser Thema morgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch melden würdet, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Die ganze Nacht und rund um die Uhr natürlich über die Mailadresse oder morgen dann ab 0 Uhr per Telefon. So, jetzt geht's weiter mit dem Gerd. Und Gerd ist 59. Guten Morgen, Gerd. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Eigentlich hast du gestern ein Thema ja hart bestraft. Ja. Und vorgestern Abend hattest du die Angst. Ja. Ich habe von beiden Themen was. Mhm. Ich habe praktisch, ich muss mal ausholen. Der Mann mit der Angst hatte vorgestern gesagt, dass er in keine Busse und so, und ich kann in keinen Keller, ich kann in keine Tiefgarage oder wo viele Menschen sind. Ja. Die Angst. Ja. Auch schon ein Leben lang gehabt? Nee. Die ist eigentlich gekommen, ich hatte mal mit 49, 50 ein Herzinfarkt. Ja. Also ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Und danach ist das wieder gekommen. Wieder? Warst du denn vorher auch schon mal da? Die Angst. Die Angst war vorher auch schon da? Ja, aber als man jünger war, hat man das alles übertüncht. Ja, ja. Und dann durch diesen Herzinfarkt ist das wieder aufgekocht. Durch dieses einschneidende Erlebnis im Leben, ja. Ja. Und was meintest du gerade? Du bist auch hart gestraft oder bestraft? Ja, da sind wir dahinter gekommen, denn nachher, ich war in Behandlung. Und sind wir denn dahinter gekommen, dass das mit der Kindheit zusammenhängt? Diese Angstzustände oder? Die Angstzustände, Keller und so. Ah ja, was ist da vorgefallen in der Kindheit? Ich war so nicht so ein leichtes Kind, so. Das ist als Bengel. Ja. Meine Mutter war vielleicht leicht überfordert oder so. Ja. Ja, was bin ich denn auf den Keller gesperrt worden, weißt du? Als Kind in den Keller gesperrt worden? Ja, da warst du 4, 5 Jahre. Das ist natürlich ganz schlimm. Als Kind hat man ja eine irre Angst vor Kellern. Vor allen Dingen früher, wie die Keller so früher waren. Die waren ja gruseliger als heute in den Neubauten, die Keller. Da waren die Birnen noch rausgedreht und dann... Ach, die Birne auch noch rausgedreht. Ja. Und abgeschlossen? Und abgeschlossen. Dann und ist so 2, 3 Stunden. Ich hab's so empfunden. Ja. Als Kind, ich weiß nicht. Naja. Und den kleinen Jungen dann längere Zeit im stockfinsteren Keller allein. Ey, das ist ja ganz schlimm. Das ist ja ganz schlimm. Und wie oft ist das vorgekommen? Boah, ich hab's oft in Erinnerung, aber... Ja? Ja. Auch noch als du, also es fing an mit 4, 5, sagst du? Ja, wie ich so 8 war, 8 Jahre und so, dann kann ich mich noch erinnern, aber... Nachher dann eigentlich nicht mehr, dann war ich vielleicht zu groß für sowas, ich weiß es nicht, aber... Hast du denn... Kann ich mich da nicht mehr so erinnern. Hast du heute noch eine Beklemmung, wenn du in den Keller gehst? Ja, gehen. Ich steige hoch, wenn wir in eine Stadt fahren, mit meinem Schwager oder so... Mhm. Der fährt in die Tiefgarage, steige ich vor der Tiefgarage aus. Und
der holt mich dann auf dem Rückweg dann wieder ab irgendwo. Ich hole keinen Keller, dann schicke ich einen anderen runter, weil ich, jetzt sind ja die Keller auch anders, wie du schon gesagt hast. Ja. Bist du da, die Mutter war die Haupttreiberin, nicht der Vater damals? Nee, der war ja meist auf Arbeit. Der war auf Arbeit, die Mutter hatte. Hat die Mutter dich auch zudem auch noch geschlagen? Das war außerdem, das hat er denn erledigt. Das hat er erledigt? Ja. Also erst kam es in den Keller und hinterher wurdest du versohlt. Ja. Na toll. 14:15 bin ich da auch dahinter gekommen, warum das so war. Weißt du? Das war nicht mein richtiger Vater. Ach so. Das habe ich auch vorher nicht gewusst. Ach so, das heißt, du bist von dem Vater schlecht behandelt worden? Dein ganzes hat die den Stress immer gehabt, sicher. Ja. Und von der Mutter letztendlich dann auch? Ja, meine ich ja. Ja. Und das waren dann die Bestrafungen mit dem Keller und so, und dann über die Überforderung, weißt du? So, kann ich mir gut vorstellen, dass man das dann vielleicht, als du dann Jugendlicher oder junger Erwachsener warst, hat man das so weggedrängt. Sicher. Und da, durch so ein Erdbeben wie ein Herzschlag für einen Menschen darstellt, bricht es wieder raus. Ja. Aber das ist ja jetzt auch schon fast 10 Jahre wieder her, dieser Herzinfarkt. Ja. Ist das denn jetzt im Laufe der Jahre, je älter du wirst, noch schlimmer geworden? Naja, ich war auch in Behandlung, aber 3 Wochen, dann haben sie gesagt, so wie sein Angst, Ding zu sagen, das ist komisch, bist ein komischer Patient oder so. Der andere hat auch gesagt, der nicht in der Busse und so könnte da. Dieser Wolfgang, wie er hieß. Ja. Von vorgestern. Ja. Und die haben auch gesagt, das ist komisch, weil ich ja sonst praktisch normal bin oder so, weißt du? Warst du in einer psychiatrischen Behandlung, ja. Und die haben sich da so seltsam geäußert? Naja, 3 Wochen. Ja, der Psychiater, der hat gesagt, Mensch, das ist so richtig komisch und ich will dir mal sagen, das ist völliger Blödsinn, wenn er das so gesagt hat. Ich habe es vorgestern schon gesagt, Angsterkrankungen sind ein so weit verbreitetes Phänomen und das wird von der Psychologie... Ja, weil man mir das nicht ansieht, von meiner Körper... Aber was meinst du gerade, wie viele Menschen man das nicht ansieht? Ja. Da gibt's richtige Schränke von Männern, die leiden unter sowas. Ja. Ich glaube, dass du da in falschen Händen warst in der Klinik. Dann ist meine Ehe auch noch kaputt gegangen, auch. Aber das hat nicht direkt damit zu tun, sondern verstärkt so dein gesamtes Unwohlgefühl. Das nehme ich an, ja. Und lebst jetzt alleine? Ja. Wie machst denn du das, wenn du wohnst, man muss doch mal so in den Keller gehen, um irgendwas raus? Nee, da kriege ich da immer Bekannten, sage ich dir Bescheid, der kommt denn. Ach. Ja. Da ist die Räder aus dem Keller, die Sommerräder oder die Winterräder wieder. Das heißt, du warst noch nie bei dir richtig wirklich im Keller? Ja, wo ich jetzt wohne, war ich schon mal unten mit denen. Das sind bloß 4 Stufen, aber früher hatte ich Keller so mit 5, 6 Stufen. Ja. Oder noch mehr. Ja. Da bin ich nie runtergegangen. Ja. Also, ich finde, Gerd, wärst du denn bereit, nochmal dich in medizinische Behandlung zu begeben? Ja, ich bin ja immer noch bei einer Neurologin, aber die sagt auch immer, ich soll mich beschäftigen, ich soll... Ach, das ist doch alles Quatsch. Also wie kann man dem Menschen, der so eine Erkrankung hat, sagen, sie sollen sich beschäftigen? Du bist nicht in guten Händen, habe ich das Gefühl. Ja, du bist nicht in guten Händen. Die fragt mich zwar, wie es mir geht, und wenn ich ihr das sage, das geht weg. Und dann sehen sie zu, dass sie noch ein paar, so wie jetzt mit meinem Schwager, dass sie noch ein paar Leute zu haben. Und ich kriege im Auto echt. Ich sage, ey, halt an. Ja. Weißt du, wie ich meine, so richtig? Ja. Also, wir werden dich mal jetzt im Hintergrund noch beraten, wie du am besten an eine ordentliche Behandlung kommst. Ich wollte aber dir nur damit sagen, wie die beiden Themen hart bestraft. Ja. Was du als Kind praktisch hart aufgehört, also die harte Strafe, was du nicht so aufgefasst hast, wo du zwar Angst hattest. Ja. Das kommt in dem Alter, wenn du älter bist, kommt das dann wieder, oder stimmt? Das sage ich dir. Das sage ich dir. Entweder kommt es wieder, oder du trägst es dein ganzes Leben lang mit. Ja. Das stimmt, was man in einer Kinderseele antut, wenn man eine Kinderseele wirklich schwer verletzt, das hat der Mensch das ganze Leben zu tragen. Da hast du recht. Das sehe ich auch so. Und wenn du mit manchen Leuten redest, die sagen dann, oh Mensch, was du nur hast, du siehst doch gut aus, was denn los, stell dich nicht so an. Ja, man sieht das ja nicht an, das ist ja eben bei seelischen Erkrankungen so. Lieber Gerd, du legst auf und wir rufen dich zurück, das heißt meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Hoffentlich klappt es. Ja, also, dass du einen guten Ansprechpartner findest. Ja. Wir versuchen, dir behilflich zu sein. Jo. Alles Gute. Jo. Tschüss. Jo, tschüssi. Ich habe einen Hinweis an meine Regie mit der Bitte, meine Uhr ist ausgefallen. Vielleicht könnt ihr sie nochmal neu starten oder sie ist halt kaputt, dann müssen wir mitleben. Aber vielleicht könnt ihr ja noch was machen. So, hier ist Toni und Toni ist 19 Jahre alt. Hallo, Toni. Hallo. Eine Frau.
Oder ein Junge? Ein Mann. Eine Frau. Eine Frau. Entschuldige, Toni ist ja so ein Mann, und ein Frauenname. Du bist 19 Jahre alt. Ich bin 19 Jahre alt und habe Probleme mit meinem Freund. Mein Freund ist erheblich älter als ich. Ja. Er ist der Freund von meinem Papa. Wir sind durch komische Umstände zusammengekommen, sind jetzt seit 4 Jahren zusammen. Ja, seit 4 Jahren schon? Mhm. Das heißt, du warst 17 und wie alt ist er? Er ist 65. 65? Mhm. Oh. Also ich war 15, wo wir uns kennenlernten. Mittlerweile bin ich 19. Und ja, er ist verheiratet, hat Kinder, die älter sind als ich. Und das Problem ist, ich möchte jetzt auch ein Kind von ihm, aber bei ihm funktioniert es nicht mehr so. Ich denke aufgrund des Alters auch. Ist das eine geheime Beziehung? Es weiß nur meine beste Freundin und meine Mutter von der Beziehung. Ach, deine Mutter weiß es, dein Vater weiß es nicht? Nein. Obwohl die beiden Männer befreundet sind. Mhm. Was sagt deine Mutter denn zu dieser sehr ungewöhnlichen Beziehung? Ich soll meinen Jungen in meinem Alter suchen und die Finger von so einem älteren Herrn lassen. Mhm. Was sagst du darauf? Tja, dass ich ihn liebe, dass er der Mann ist, den ich wollte. Ich habe alles dafür getan, dass ich ihn bekommen habe, was nicht einfach war, und jetzt habe ich ihn. Ist das alles hauptsächlich anfangs von dir ausgegangen? Ja. Nicht von ihm? Nein. Also du musst den ja, wenn es der Freund, ein Freund der Familie ist, von Kindheit an... Ich kenne den, seit ich denken kann, ja. Ja. Habe mich dann in ihn verliebt, so mit 12, 13. Wollte dann unbedingt, dass er der erste Mann in meinem Leben ist. Und habe dann auch, ja, wirklich alles dafür getan, dass es so gekommen ist. Und hat er nicht, war er nicht komplett irritiert? Du warst die kleine Toni, die er schon immer kannte, als Baby, schon als kleines Kind. Und du hast ihn irgendwann angefangen anzubaggern. War er nicht irritiert? Doch, schon. Auf Gartenfesten wurde dann rumgeknutscht, Händchen gehalten, so ganz spielereimäßig. Hat er das denn am Anfang abgewehrt oder hat er sich dann doch drauf eingelassen, recht schnell? Gutes Jahr hat er sich gewehrt. Ein Jahr hat er sich gewehrt. Und ein Jahr hast du mit deinen zarten 15 Jahren damals gebaggert. Ich habe gebaggert, was das Zeug hielt. Mit Klamotten, mit ziemlich weiten Ausschnitten. So, damit er auch wirklich alles gesehen hat, bis er dann nachgegeben hat. Das heißt, du hast noch gar keinen anderen Freund gehabt, einen jüngeren? Nein. In deinem Alter? Nein. Guckst du auf der Straße nach jüngeren Männern schon mal? Nein. Interessiert dich gar nicht? Nein. Es war der Mann, den ich wollte und... Kannst du mir erklären, warum du ihn so faszinierend findest? Er hat eine tolle Ausstrahlung. Hm. Wunderschöne Augen. Sieht toll aus. Ja, aber er sieht nicht so aus, was ja auch normal ist. Mit 65 sieht man nicht so aus wie mit 20. Hm. Und das stört dich nicht? Nein. Auch wenn du mit ihm im Bett liegst? Nein, auch nicht. Mhm. Und jetzt möchte ich ein Kind, aber wie gesagt, aufgrund des Alters klappt es bei ihm nicht mehr. Mhm. Warum ein Kind? Weil ich denke, es ist die Krönung, wenn man sich liebt, dass man dann ein Kind zusammen hat. Aber ihr seid ja gar nicht zusammen. Ihr seid ja, das ist ja alles ein Heim, weil er ist ja in einem festen Familienverband, wie du es mir gerade erzählt hast. Mhm. Er hat Kinder, die sind älter als du. Mhm. Hat er wahrscheinlich schon Enkel, die könnten fast in deinem Alter sein. Nee, noch nicht. Aber es käme fast so vom Alter hin ungefähr, ne? 20, 40, ja. Mhm. Käme hin. Mhm. Gibt es denn überhaupt eine Perspektive, dass das ein normales Leben wird zwischen euch beiden? Er spricht ab und zu von Trennung oder von Zusammenleben, wie es sein könnte. Aber ich denke nicht, dass es so weit kommt. Es gäbe doch wahrscheinlich eine Katastrophe auch zwischen ihm und deinem Vater. Mhm. Ne? Mhm. Das sind gute Freunde und plötzlich geht der gute Freund an die Tochter. Oder beziehungsweise die Tochter ist an ihn gegangen und er hat es mitgemacht. Ja. Wie hat deine Mutter das denn erfahren? Durch Blicke, durch Berührungen, durch... War die nicht entsetzt? Ja, es gab einen Riesenkrach. Also die hat das beobachtet und hat dich dann zur Rede gestellt? Die hat es 2, 3 Monate beobachtet, bis es ihr wirklich klar war. Und ja, dann gab es einen Riesenhallo. Und dann hast du es irgendwann zugegeben? Ich habe vermieden, dass ich auf das Thema eingehe, bis es mir irgendwann zu doof wurde. Mhm. Und dann, ja gut, ich stehe dazu und es ist so. Mhm. Und ich liebe ihn. Und meine Mutter war fertig. Mhm. Die hat nur noch geheult. Hat sie sich denn mittlerweile damit arrangiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein.
Nein, sie nimmt es hin, aber sie arrangieren kann man sich damit nicht. Ich meine, das ist ja auch, da muss man sich auch hineinversetzen. Musst du dich auch hineinversetzen? Ja. Dass das auch für deine Mutter, für deine Eltern auch sehr schwierig. Ich meine, ich zuckte ja gerade, ich habe hier so viele Sachen schon gehört, aber das ist schon ein krasser Unterschied. Da muss man schon sehr die Toleranz aktivieren in sich, um zu sagen, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Aber du scheinst mir sowas von überzeugt zu sein, dass man dich ja gar nicht bequatschen sollte. Ne? Mhm. Oder? Ja. Nee, ich weiß eben gesagt jetzt wirklich nur nicht, was ich mit dem Kind. So, genau, mit dem Kind. Also lass uns aber darüber reden. Genau. Ich meine, Toni, du lebst schon in einer sehr bizarren Konstellation. Das ist so. Du bist erst 19 Jahre alt. Nun lebst du schon ein sehr ungewöhnliches Leben. Okay, wenn das jetzt hundertprozentig deine Überzeugung ist und hundertprozentig seine Überzeugung ist, okay, dann ist es so, dann muss man das akzeptieren. Aber bremst dich doch mal ein bisschen weg, jetzt auch noch diesen Schritt zu machen. Du bist erst 19 Jahre alt. Und zudem gibt es ja gar nicht diesen Schritt zu machen, wie du mir gerade erklärt hast, weil er gar nicht mehr zeugungsfähig ist, offensichtlich. Ja, wie gesagt, er möchte nicht Viagra oder dergleichen nehmen. Ach so, er ist impotent. Mhm. Das heißt, ihr habt gar keinen Geschlechtsverkehr miteinander? Nein. Ach so. Einmal in 4 Jahren. Ach so. Ach so. Das heißt, er wäre eventuell noch zeugungsfähig, ja, aber er ist impotent. Ja, aber das heißt, du hast also einen so viel älteren Mann und du musst sogar auch noch auf Sexualität verzichten. Genau. Oralverkehr und so weiter funktioniert wunderbar, aber alles andere kann man vergessen. Oralverkehr, geht wunderbar. Du bei ihm. Mhm. Das geht. Das heißt, also zu einer Erektion kommt es schon. Ja. Kommt es auch zu einem Samenerguss? Ja, also ganz normal. Mhm. Ja gut, also wenn man da wollte, könnte man ja auch irgendwie das so hinkriegen, dass auch eine Frau schwanger wird. Eben. Will er das überhaupt? Mittlerweile ja. Weil du so viel gedrängt hast? Wir hatten ein klipp und klares Gespräch. Ich habe ihm gesagt, was ich möchte. Entweder er akzeptiert es oder ich gehe. Oh. Mhm. Nach langen Hin und Her. Nachdem es mir damals sehr schlecht ging, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich sage, entweder Kind oder Beziehung aus. Finde ich aber auch heftig. Mhm. Warum so krass? Weil ich keine Lust habe, dass ich meine Zeit vergeulde. Ja, und wenn er sagt, ich fühle mich dafür zu alt, ich möchte nicht Vater eines Kindes sein, das Kind von mir gar nichts hat. Dann würde ich sagen, tut mir leid, ich möchte aber ein Kind, wenn ich mit dir dann, ja, so sehr ich ihn auch liebe, aber... Das ist ja eine Erpressung. Mhm. Finde ich nicht in Ordnung. Verdammt nochmal, Toni, wenn du den Kerl liebst und er will das nicht, dann ist das zu akzeptieren. Du kannst doch nicht alles mit dem Kopf durch die Wand rennen. Zumal, denk doch auch mal über deine Verantwortung nach. Die Wahrscheinlichkeit, was heißt die Wahrscheinlichkeit? Natürlich, das, so ist der Lauf der Dinge. Er wird viel, 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 viel früher sterben, wenn es normal läuft, als du. Und vielleicht wird sein Kind ihn gar nicht mehr bewusst kennenlernen. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber er wird ein sehr alter Mann sein, wenn das Kind pubertiert. Mhm. Und das ist ja alles wurscht. Hauptsache, du hast dein Kind. Das ist ja auch egal, was das Kind denkt. Dass du dem Kind eigentlich gar keinen Vater bieten kannst. Tja, würde ich alles in Kauf nehmen. Ja, aber was ist denn das für eine Ego-Schiene, die du da fährst? Ja. Ist so. Ja, und was heißt ist so? Ich finde es nicht in Ordnung. Du kannst doch nicht nur das ganze Leben nur an dir ausrichten. Nur was du willst. Es gibt doch immer viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Es sind immer andere Menschen mit im Spiel, für die man Verantwortung trägt und wo man die Konsequenzen tragen muss. Es geht doch nicht nur um diese eigene Lust, um die eigene Lust und das eigene Bedürfnis. Ich habe so rausgehört gerade, wenn er frei entscheiden könnte, dass er das nicht möchte. Stimmt, ne? Tja, ich weiß es nicht. Ja, so hast es irgendwie gerade gesagt. Hm. Und wenn du sagst, ich verlasse dich, wenn ich kein Kind von dir kriege, dann wenn ich er wäre, dann würde ich sagen, tschüss. Mhm. So komm mir nicht an.
Was ist denn das für eine Liebe und für eine Beziehung, einem so die Pistole auf die Brust zu setzen? Und es gibt ja wirklich handfeste Gründe zu sagen, nein, da sollte jetzt kein Kind entstehen. Mhm. Hast du das mit deiner Mutter auch schon besprochen mit dem Kind? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Hast du überhaupt jemanden, mit dem du über die Sachen reden kannst? Ja, mit einer Freundin. Was sagt die dazu? Die denkt auch, wenn nicht er, dann jemand anders. Denkt ihr auch. Und was sagt die zu dem Kind? Zu dem Kinderwunsch? Kinderwunsch wäre in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn er nicht möchte, dann soll ich gehen. Sagt die Freundin auch? Mhm. Ja, hast du die so auf deine Denkschiene gezogen? Liebst du diesen Mann denn wirklich? Ich denke, wir sind alle so wir denken alle so. Wer ist wir? Also meine Freundin und ich. Ja. Ich denke, wir denken so, dass es eben so ist. Mhm. Aber mal. Ist eher dann jemand anders. Mhm. Aber es ist ja immer gut, wenn man Dinge auch hinterfragt. Und es gibt so viele Überlegungen, die man so erstmal hat und von denen man vielleicht auch überzeugt ist, aber die sind einfach falsch, wenn man ein bisschen weiter darüber nachdenkt. Mhm. Ich glaube gar nicht mal, dass du den wirklich liebst. Vielleicht ist dir das auch ein irres Lustgefühl, so einen erwachsenen alten Herrn in deiner Hand zu haben. Du hast ihn ja in deiner Hand eigentlich, oder? Eigentlich ja. Ja. Mensch, Toni, geh mal einen Gang zurück in all dem, was du tust. Ich sage ich dir jetzt, das ist meine Meinung. Du hast mich angerufen, du wolltest meine Meinung hören. Mhm. Mehr kann ich dir jetzt auch wirklich nicht zu sagen. Klarer kann ich es auch nicht sagen. Mhm. Hm? Also du denkst, ich soll dem nicht die Pistole auf die Brust setzen? Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Wenn du ihn liebst, dann finde ich das völlig, völlig unkorrekt. Mhm. Aber vielleicht liebst du ihn ja gar nicht. Musst du in dich horchen. Mhm. Okay. So. Alles Gute. Dir auch, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Einsiedler und Eigenbrüller. In der Nacht versammeln sich ja doch schon so einige ungewöhnliche Menschen hier bei uns vor dem Fernseher und am Radio, eben vielleicht auch einige Einsiedler und Eigenbrüller. Ich würde gerne mit euch reden, die ihr so von der Norm abweichend lebt, die ihr vielleicht auch ganz zurückgezogen lebt, in irgendeiner Metropole, in einer Millionenstadt, in einer Stadt oder auch ganz zurückgezogen auf dem Land. Vielleicht habt ihr euch für ein Leben entschieden, das die meisten Menschen als bekloppt bezeichnen würden oder sehr ungewöhnlich, oder die würden die Nase rümpfen. Aber das ist euer Ding und euer Weg. Und ich bin sehr interessiert daran, mit euch darüber zu sprechen und würde auch gerne mit Leuten reden, ja, die so die Einsiedlerei mal im Ausland betrieben haben. Ich habe es gerade schon gesagt, in einem Schweigekloster oder irgendwo in der freien Natur draußen. Ich hatte ja vor, weiß gar nicht, wie lange es her ist, mal vor ein paar Wochen einen tollen Gesprächspartner, der eine ganze Weile im Dschungel gelebt hat. Das wäre sehr interessant. Vielleicht habt ihr auch so etwas gemacht, irgendwo anders, in der Wüste oder im Eis irgendwo, ich weiß es nicht. Oder auf einem Schiff, das ist ja vielleicht auch möglich. Also, Einsiedler und Eigenbrüller, das ist unser Thema morgen. Rund um die Uhr könnt ihr mailen und natürlich ab 0 Uhr morgen anrufen und um 1 Uhr geht's dann hier bei uns auch los. Hier ist Yvonne. Yvonne ist 23. Hallo Yvonne. Hallo Domian. Hallo Yvonne, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass sich letztes Jahr am 12. April mein Freund sich das Leben genommen hat. Am 12. April letzten Jahres? Ja. Wie lange warst du mit deinem Freund zusammen? 3,5 Jahre. Und wie hat er sich das Leben genommen? Mit Alkohol und Tabletten. Also er war auch sehr depressiv, er hat auch eine Therapie gemacht und alles, aber letztendlich hat das dann doch nichts gebracht und ja. Hat er eine Nachricht hinterlassen? Ja, er hat einen Brief hinterlassen, 7 Seiten. Also er hat das auch schon über mehrere Monate halt geplant gehabt und hat auch jeden Tag dann was dazu geschrieben, aber er hat das halt so gut verbergt, dass wir das halt nicht gemerkt haben. So. Du hattest keine Ahnung? Nee, ich hatte keine Ahnung. Hat er diesen Brief dir hinterlassen? Oder? Nee, allen. Also allen. Er hat für jeden so einen Abschnitt geschrieben gehabt, also für seine Mutter. Ja. Ich muss dazu sagen, er war auch älter, also er ist 35 und er hat auch einen 10-jährigen Sohn und das ist dann halt schon wirklich krass so. Und Was hat er in dem Abschnitt für dich geschrieben, in dem Abschiedsbrief? Also ich
muss ehrlich sagen, ich war sehr enttäuscht und ich war, also wo ich deinen Brief nachher gelesen hatte und so, da hatte ich wirklich Wut, weil es war auch für mich nicht leicht, diese Beziehung zu führen, weil er mich auch sehr unter Druck gesetzt hat und er war sehr eifersüchtig und das war halt alles nicht leicht und in diesem Brief standen wirklich für mich so drei Sätze drin und nach diesen 3,5 Jahren, also da war ich wirklich schon sehr enttäuscht. Was waren das für 3 Sätze? Also da stand nur drin so, ich bedanke mich, dass du dich wirklich so um mich gekümmert hast und dass du wirklich alles für mich getan hast und so, aber ich kann nicht mehr und ich liebe dich und das war's. Das war's. Ja, und da war ich halt wirklich schon Verstehe, wäre ich auch. Wer hat ihn gefunden? Es war so, wir waren abends verabredet gewesen und er hatte sich den ganzen Tag nicht gemeldet. Und dann war mir schon irgendwie so komisch und dann bin ich hingefahren und dann hatte ich auch geklingelt, also ich hatte keinen Wohnungsschlüssel und da hat keiner aufgemacht. Und da hatte ich seine Mutter angerufen und die hat sich dann auch gleich Sorgen gemacht, oh Gott, und was ist mit dem und so. Und ich so, nein, bleib mal ruhig. Und dann kam der Nachbar runter und sagte so, sag mal, willst du zu deinem Freund? Und so, ich so, ja. Ja, wir machen uns schon die ganze Zeit Sorgen, der hört die ganze Nacht laute Musik und jetzt ist nur noch ein und dasselbe Lied schon mehrere Stunden und so, wir wollten schon die Polizei rufen. Naja, und da hatte ich seine Mutter abgeholt, weil die kein Auto hatte und dann sind wir hin und da war Polizei und so schon da. Dann wollte die Mutter in die Wohnung, aber sie kam nicht rein, weil der Schlüssel von innen steckte und dann kam nachher Feuerwehr und so. Und da haben sie halt die Tür aufgebrochen und dann lag er da, also die kam runter. Und Das heißt, du hast ihn auch gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Du hast ihn nicht gesehen? Also ich wusste ganz genau, ich hatte wirklich dieses Gefühl, das war so schrecklich zwischen Hoffnung, aber ich wusste es eigentlich. Ja. Weil er, wie gesagt, er hat das auch schon mehrmals angedroht oder hat es schon mal versucht damals. Aber du warst dann da in dem Haus und hast vielleicht noch gesehen, wie man ihn rausgetragen hat? Nee, ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Mich haben sie dann gleich mitgenommen. Ach so. Ins Krankenhaus, in die Uni und dann gleich Tabletten und ach Gott. Jetzt jährt sich dieses schlimme Datum bald. Ja, das ist jetzt irgendwie so auch, wo ich jetzt so denke, was ich dachte eigentlich so, ich bin da ganz gut mit klargekommen, aber jetzt denke ich so, wenn man jetzt die Zeit zurückdenkt, so jetzt vor einem Jahr wäre er noch da und irgendwie so, dann denkt man, oh Gott, und die Tage bis dahin, also es ist irgendwie ganz schrecklich. Also du hast gerade gesagt, dass du wütend warst. Ja. Verständlicherweise. Gab es denn so im Laufe der Monate auch veränderte Gefühle, beispielsweise, dass du dir auch irgendwie einen Vorwurf gemacht hast? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also das ist wirklich das Gute so, dass wir noch den Abend vorher telefoniert haben und es war alles in Ordnung und ja. Also von daher ist es schon ganz gut. Was überwiegt denn heute? Was würdest du sagen, die Traurigkeit oder immer noch die Wut? Immer noch die Wut. So, also wenn ich könnte, wenn würde ich ihm so viele Sachen noch sagen. Also vor allen Dingen ist es auch total feige. Er hat seinen Sohn auch alleine gelassen und er hat seinen Vater über alles geliebt und ich habe immer gesagt, weil seine Mutter und so, es ist ja auch eine andere Geschichte, die ist nicht so gut für ihn und ich habe immer gesagt, der wird irgendwann bei dir vor der Tür stehen, der wird irgendwann kommen und er war völlig überfordert damit und so und das kann ich nicht verstehen. Eigentlich, Yvonne, ist ja, glaube ich, sehr, sehr damit geholfen, dass du so eine, finde ich, gesunde Wut entwickelt hast. Ja. Ich glaube, dass du damit, mit dieser Gefühlsgrundlage vielleicht besser wirst, letztendlich damit umgehen können, als wenn es die reine, pure Trauer wäre. Ich teile deine Meinung völlig. Ich finde auch, verdammt nochmal, er hat ein Kind, er hat Verantwortung zu tragen. Er hatte dich als Freundin und da schreibt man nicht lapidar, auch wenn es ihm seelisch schlecht ging. Und da muss man, es gibt immer noch andere Wege, die man gehen kann und Hilfe sich suchen kann. Vor allen Dingen das, was ich noch kurz sagen will, das Komische ist ja auch, dass ich mich durch diese depressive Beziehung auch so verändert habe, auch weil er wirklich sehr depressiv war und so und alle jetzt so gesagt haben, so, es hört sich zwar so an, aber so, ja, eigentlich kannst du froh sein, dass er nicht mehr da ist, weil du bist wieder die Alte. Aber dennoch hast du dich ja heute bei mir gemeldet und das sagt mir, dass dir das doch immer noch sehr zusetzt, das Ganze. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wo es jetzt so nah an den Jahrestag geht. Auf jeden Fall. Die Sendung ist jetzt gleich rum, Yvonne. Wir werden dich aber jetzt gleich nochmal zurückrufen, um nochmal eingehend im Hintergrund mit dir zu sprechen. Alles klar. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Kannst du mir eine Autogrammkarte zuschicken? Natürlich, dann sagst du gleich deine Adresse meinen Mitarbeitern, ja? Alles klar. Okay, tschüss. Jo, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war Malte E-Mails. Morgen heißt unser Thema, ich habe es ja gerade schon angekündigt, Einsiedler und Eigenbrödler. Ich möchte morgen mit Leuten reden, die sehr zurückgezogen in der Stadt, auf dem Land leben, die ein ganz ungewöhnliches Lebenskonzept haben, die vielleicht ein bisschen merkwürdig und bizarre so für uns rüberkommen, aber die ihr Ding gefunden haben und das machen. Gerne möchte ich mit euch sprechen.